So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Ich begrüße Manuel Baum, unseren neuen Trainer, erstmals in dieser Runde. Stefan Reuter, unser Geschäftsführer Sport und Paul Verhaag, unseren Kapitän. Ich denke, dass es ja sicherlich noch die ein oder andere Frage gibt zum Trainerwechsel. Deswegen bitte ich jetzt Stefan Reuter erstmal um ein kurzes Statement dazu. Danach haben Sie dann die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Ja, zunächst einmal ein herzliches Grüß Gott hier in Augsburg. Zum Trainerwechsel habe ich gestern Stellung bezogen, nur es wurde heute natürlich auch schon relativ viel darüber berichtet, über den Wechsel, und es kommen immer wieder Gerüchte und Meldungen. Ich möchte Ihnen einfach nur noch mal sagen, dass es sportliche Gründe waren, die den Ausschlag gegeben haben, dass wir einen Wechsel auf der Trainerposition vollziehen. Das war die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, die Entwicklung. Wir haben eben die Entwicklung nicht mehr gesehen in der Mannschaft. Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, davon waren wir nicht mehr überzeugt. Und auch der Blick in die Zukunft, die Ausrichtung, mit der wir in die Zukunft gehen wollen, hatten wir das Gefühl, dass wir keinen gemeinsamen Nenner mehr finden. Und ich halte das für ganz entscheidend bei uns im Club, dass wir die Dinge gemeinsam angehen und da eben auch in der wesentlichen Ausrichtung auf einem gemeinsamen Nenner sind. Das war nicht der Fall, von daher haben wir uns entschieden, den Trainerwechsel zu vollziehen. Und ich habe gestern auch gesagt, dass wir volles Vertrauen zu Manuel Baum haben, dass es natürlich auch ein sehr großer Vorteil ist, dass er seit 2,5 Jahren beim FC Augsburg ist, dass er auch eng eingebunden ist in den letzten Jahren als Bindeglied zwischen Nachwuchs und Profis da ist. Und was die Spielphilosophie, die Denke, wie wir auf dem Platz stehen wollen, er sehr viel mitgearbeitet hat in den letzten Jahren schon. Und von daher ist keine Eingewöhnung vonnöten, sondern er kennt die Mannschaft sehr gut. Er hat viele Spiele der Mannschaft gesehen und viele Trainingseinheiten. Vielen Dank. Torben Hoffmann. Stefan, noch mal eine Nachfrage dazu, um dann vielleicht auch irgendwann sportlich zu werden. Natürlich, Sie haben das jetzt sportlich alles begründet, aber der Zeitpunkt, und es wurde jetzt viel auch geschrieben, dass der Trainer Dirk Schuster oder ehemalige Trainer am Sonntag früh halt nicht dort war und am Dienstag mit einem Veilchen blauen Auge zum Training gekommen ist. Also inwieweit gab es denn da zwischen Ihnen einen Austausch? Es wird spekuliert, dass es dahingehend vielleicht einen Funken gab, der das Ganze zum Brennen gegeben hat, sozusagen, dass außerhalb irgendwas passiert ist. Dann wurde von Schlägereien spekuliert und so weiter und so fort. Also vielleicht können Sie dahingehend auch mal komplett Wind aus dem Segel nehmen oder wissen Sie dahingehend von irgendeinem Vorfall? Ich weiß nichts von einer Schlägerei. Das ist so. Der Schuster hat einen Cut, der am Sonntagmorgen genäht wurde. Aber das hat nichts mit unserer Entscheidung zu tun. Das nochmal ganz, ganz deutlich. Aber es war kein Zwischenfall irgendwo, der... Nein, nein. Gut, wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt... Dann kurz nochmal das Mikro. Wissen Sie, woher er den Cut hat? Er hat gesagt, er ist gestürzt, und ich habe keinen Grund, das nicht zu glauben. Ich meine, das kann jedem mal passieren. Ich hatte schon einige in meinem Leben. Und von daher gibt es für mich keinen Grund, das irgendwie anzuzweifeln, dass er mir da irgendeine Geschichte erzählt hat. Warum hat er den Sonntag beim Training gefehlt? Ja, eben weil er hatte auf der einen Seite Magenprobleme, das in der Gegend rumgeht, und ist gestürzt, hatte einen Cut über dem Auge, es wurde genäht, und aus dem Grund hat der Co-Trainer die Einheit geleitet. Manuel, schönen guten Tag, auch jetzt vielleicht mal sportlich zu werden. Wann haben Sie A davon erfahren und B, Sie haben ja auch die Spiele unter Dirk Schuster gesehen, die letzten Spiele. Man kennt ja, oder ich persönlich, Ihre Philosophie. Also wie
gehen Sie jetzt auch die nächsten Spiele Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund an? Was wird sich unter Ihnen jetzt verändern? Zunächst mal einen guten Tag von meiner Seite. Sie sehen ja selber, ich kriege das Lachen gerade gar nicht aus dem Gesicht raus. Also ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass der Verein das Vertrauen in mich setzt, jetzt hier als Trainer die nächsten Spiele zu begleiten. Mir ist jetzt nur wichtig, auch nochmal zu betonen, ich kenne die Mannschaft jetzt seit 2,5 Jahren, habe viele Spiele gesehen, sowohl live als auch im Video, war bei vielen Trainingseinheiten dabei, bin im ständigen Austausch mit der sportlichen Leitung hier, weiß um die Qualität der Mannschaft, muss mir nicht irgendwo einen Überblick im ersten Moment verschaffen, um zu sagen, in welche Richtung geht es. Mir ist aber ganz wichtig, jetzt auch hier nochmal zu betonen, dass wir uns ausschließlich mit dem Gladbach-Spiel beschäftigen, wir jetzt mit heißer Nadel an einem Plan stricken, wie wir eben am Wochenende hier Gladbach schlagen werden. Paul, eine Frage. Wie groß war die Kluft zwischen Trainer Dirk Schuster und der Mannschaft, was das Sportliche betrifft? Wie weit wart ihr da auseinander? Die Unzufriedenheit ist doch irgendwie so ein bisschen jetzt nach außen gedrungen. Ja, erstmal guten Mittag. Natürlich ist es so, dass wir gestern erfahren haben, die Mannschaft erfahren hat von der Vereinsleitung, dass der Trainer entlassen worden ist. Und wir haben das als Mannschaft akzeptiert, respektiert. Natürlich ist es so, dass man als Mannschaft und vor allem auch als Mannschaftsrat im ständigen Austausch mit das Trainerteam steht, mit der sportlichen Leitung steht und innerhalb der Mannschaft war nicht die hundertprozentige Überzeugung da. Das ist auch immer so gekommuniziert worden und wie gesagt, am Ende haben wir das gestern so mitbekommen, dass die Entscheidung so getroffen wurde. Darüber sind wir als Mannschaft informiert worden. Und mehr kann ich eigentlich nicht zu dem Thema mehr sagen. Der Manager hat sich da geäußert. Wir als Mannschaft nehmen das wahr. Wir haben die Aufgaben, uns jetzt vorzubereiten auf das Spiel am Samstag, was enorm wichtig für uns ist. Wir müssen jetzt auch nach vorne schauen und versuchen, sportlich die Punkte zu holen jetzt kurzfristig. Es ist erstmal das Spiel Gladbach jetzt zu Hause, was für uns sehr, sehr wichtig wird. Und ein paar Tage später steht natürlich auch noch ein wichtiges Spiel an. Paul, wie kann man sich das vorstellen? Also seid ihr als Mannschaftsrat oder du als Kapitän hingegangen und hast gesagt, Trainer, wir fühlen uns nicht wohl in dem, was wir spielen. Wir wollen offensiver spielen oder wie ist da der Austausch gewesen? Ja, ich werde halt nicht alles, alle Sachen, die intern besprochen werden mit dem Trainerteam, was auch immer hier so erzählen, aber über 6 Monate, dass wir zusammengearbeitet, sind natürlich immer Momente da, wo ein Mannschaftsrat oder wo ein Trainer auch mit einzelnen Spielern spricht, wo natürlich immer den Austausch da ist und wo man dann natürlich auch einen gemeinsamen Weg sucht, um aufzutreten. Wie gesagt, mehr möchte ich dann auch nicht so über das Thema sagen. Das wird ja eigentlich ständig gemacht, bei allen Vereinen wird das so gemacht. Und wie gesagt, wie ich vorher angesprochen habe, am Ende hat dann auch die hundertprozentige Überzeugung innerhalb der Mannschaft gefehlt. Also der Wunsch war da, offensiver zu spielen, also auch von euch? Ja, wenn man natürlich den FCA die letzten Jahre beobachtet hat und gesehen, wie wir zu viele Erfolge gekommen sind, welche Qualität auch vorhanden ist, ist es natürlich klar, dass es natürlich dann uns gut tut, in viele Spiele auch mutiger oder offensiver aufzutreten, mit mehr Pressung. Heißt natürlich nicht, dass wir denken, dass wir jeder Mannschaft, die hier im Stadion kommt, da dominant gegen spielen können. Wir sind natürlich das haben wir in den vergangenen Jahren auch immer mit einem guten Plan gemacht, unsere Starken gut eingebracht. Und leider haben wir das dieses Jahr auch bis jetzt nicht so gut hinbekommen, trotz dass wir 14 Punkten haben. Wie wir vorher angesprochen haben, wir wollen gerne mutig, vor allem zu Hause, auftreten. Und ich hoffe, dass wir das demnächst auch so auf den Platz bringen können.
Paul, was ist eure Erwartung an den neuen Trainer, an Manuel Baum? Mehr Weinzierl, weniger Schuster, kann man es so festmachen? Naja, wie gesagt, jeder Trainer hat seine eigenen Ideen, die will er gerne auf die Mannschaft rüberbringen. Wie wir vorhin angesprochen haben, wir haben natürlich in den letzten Jahren vieles richtig gemacht, viele Erfolge gefeiert, schöne Momente gehabt, aber auch Momente gehabt, wo es weniger gut lief, auch Phase gehabt, wo es nicht so gut lief. Wie gesagt, ich stehe da offen zum Trainer, der wird seine Ideen einbringen, der wird die Mannschaft vermitteln und so gut wie möglich versuchen wir als Mannschaft das umzusetzen. Und es ist jetzt der zweite Tag sozusagen, dass wir heute auf dem Platz stehen mit dem Trainer und ja, wir werden uns, wie der Trainer angesprochen hat, gut vorbereiten auf das Spiel Gladbach. Manuel, wie sieht denn die Philosophie aus? Also vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen. Was wird sich vielleicht auch verändern taktisch? Gibt es da Vorlieben, wie Sie gerne spielen wollen würden? Also da bitte ich jetzt darum, dass man mir den Vorteil noch gönnt fürs Wochenende, dass wir da jetzt noch nichts rauslassen. Also wir haben einen Plan und wir hoffen natürlich, dass der am Wochenende so umgesetzt wird. Und dann können wir gern am Wochenende drüber reden und uns darüber besprechen, was dann wahrgenommen wird und wie es wir dann gesehen haben. Aber Herr Baum, wenn Sie nochmal so ganz generell beschreiben, wann ist es für Sie ein perfektes Spiel? Es heißt, Sie sind ein Trainer mit moderner Handschrift, gestern mit der Taktiktafel gleich aufmarschiert. Ja, gut, man versucht natürlich als Trainer da alle Medien zu nutzen, Sie haben jetzt gerade die Taktiktafel erwähnt, um einfach Inhalte zu vermitteln. Und da bringt es natürlich auch viel, wenn man das schon am Platz dabei hat, weil da setzt man es gleich um. Mir ist es halt nur wichtig, ganz allgemein gesprochen, dass wir wirklich eine mutige Mannschaft auf dem Platz haben, die Bock hat, die Lust hat, Bälle zu erobern, die nach Eroberungen einfach schnell umschaltet und die heute im Spielaufbau extrem zielstrebig ist. Und wie weit sind Sie schon in der Gegneranalyse Gladbach? Ich könnte mir vorstellen, weil, wenn ich richtig informiert bin, bei Sky arbeiten Sie ja auch mit Erik Meier ganz gut zusammen. Also haben Sie ja ein paar Mal Gladbach schon analysiert, respektive Erik Meier. Genau, also wir sind in der Analyse Gladbach schon sehr, sehr weit. Also wir waren gestern sehr lange am Abend auch noch zusammengesessen, haben uns die Gladbacher über mehrere Spiele eben angeschaut und müssen heute jetzt genau schauen, welchen Plan legen wir uns zurecht, was unsere Spielerqualität betrifft, wo stellen wir welchen Spieler hin, wie presst Gladbach, wie bauen sie das Spiel auf, und daraufhin richten wir eben unsere Idee am Wochenende aus. Stefan, ein bisschen im Konjunktiv gesprochen, Manuel Baum gewinnt jetzt 2 Spiele gegen Borussia Dortmund. Liegt dann der Vertrag unter dem Weihnachtsbaum oder wie ist da jetzt die generelle Wortregelung auch? Also erstmal nur die 2 Spieler, nebenbei Trainerfindung. Wir haben gesagt, bis auf Weiteres macht es Manuel Baum. Wir haben auch gesagt, dass für uns das Gladbach-Spiel jetzt absolute Priorität hat und wir auch jetzt in den Tagen keine Gespräche führen, aber wie es dann weitergeht nach der Winterpause, das ist offen. Herr Baum, muss man, wenn jetzt Stefan Reuter anruft und sagt, kannst du mal für 2 Spiele übernehmen, muss man dann noch mit der Frau sprechen eigentlich, oder? Also, wenn man verheiratet ist, würde ich das empfehlen, dass man sich den Segen seiner Frau holt, weil wenn man gegen den Segen seiner Frau entscheidet, dann wird es ein bisschen schwieriger, die Zeit, die dann zu investieren, die einfach nötig ist für so eine Position. Manuel, wie groß ist die Chance für Sie? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben richtig Bock drauf, aber wie groß ist die Chance jetzt tatsächlich, sich festzuspielen, festzubeißen, festzutrainieren? Weiß nicht. Ich hoffe, man kauft es mir ab, aber damit beschäftige ich mich wirklich noch nicht. Ich bin jetzt. Ist tatsächlich schwer zu glauben. Bitte? Ist tatsächlich schwer zu glauben. Ja, aber man ist jetzt hier einfach so in dem Flow drin und will sich auf das Gladbach-Spiel vorbereiten. Man hat ja gar nicht die Zeit dazu, weiter in die Zukunft zu denken. Und aus Ihrer Sicht kann man vorstellen, dass es schwer zu verstehen ist, aber wenn wir die Rollen mal tauschen würden, dann glaube ich, würde man gleich denken. Und wie groß ist der Sprung vom Nachwuchscheftrainer jetzt wieder zu den Profis hoch? Ich meine, Sie haben ja Drittliga-Erfahrung in Unterhaching. Na gut, auch im Herrenbereich spielen wir 11 gegen 11. Das ändert sich jetzt nicht im Vergleich zum Nachwuchs. Die Spieler sind nur älter, ich habe erfahrenere Spieler, was es natürlich inhaltlich deutlich einfacher macht, weil sie ein gewisses Vorwissen mitbringen.
auf dem man aufbauen kann. Das muss man natürlich erfahren. Die Erfahrung habe ich über die letzten Jahre gesammelt. Insofern ist die Vermittlung von Inhalten deutlich einfacher wie im Nachwuchs. Herr Reuters, Sie hatten gestern gesagt, Sie sehen die Ziele in Gefahr, die Ziele des FC Augsburg. Das hat mich bei dem aktuellen Tabellenstand mit Platz 13 mit 4 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone etwas überrascht. Können Sie denn nochmal genau erklären, was die Ziele des FCA sind, die Sie da in Gefahr sehen? Die Ziele sind nach wie vor die, die wir vor der Saison ausgegeben haben. Unser Ziel ist es, am Ende der Saison 3 Vereine zu finden, die hinter uns bleiben. Das wird hier und da auch angezweifelt, aber das ist Fakt. Wir sind unheimlich glücklich, wenn wir die Klasse halten, wenn uns das gelingt. Und das ist einfach ein Gefühl gereift, wo das Zweifel aufkommen lässt, ob wir unser Ziel am Ende der Saison dann auch erreichen. Und ich finde es dann nur konsequent, wenn man das erkennt, dass man dann auch handelt. Gibt es dann darüber hinaus auch ein Ziel, das die Spielweise betrifft, also nicht nur die Punktausbeute, sondern auch das Wie? Ich glaube, das ist immer das Entscheidende, wie eine Mannschaft auftritt, weil dann die Punkte von ganz allein kommen. Paul, wie habt ihr das denn erfahren, den Trainerauswurf? Weil das wurde ja gestern den ganzen Tag praktisch verschoben. Wir haben da eine Gruppen-App innerhalb der Mannschaft und da ist uns das mitgeteilt worden. Heute war es... Ich habe auch gelesen, dass es verwunderlich ist, wie wir die Spieler informiert haben. Oder es war eben Trainingseinheit für 15.30 Uhr angesetzt und wir haben Absprache mit Manuel Baum entschieden, später zu trainieren, weil eben auch in der Vorbereitung noch einiges zu tun war. Und das war der Weg, wie wir unsere Spieler am besten, am sichersten, am schnellsten erreichen können, dass sie nicht eben um 14.30 Uhr hier sind und dann 2 Stunden rumsitzen, bis es losgeht mit Training oder Besprechung, haben dann, als sie da waren, natürlich die Mannschaft nochmal informiert, haben ihnen die Gründe genannt und eben auch Manuel Baum und seine Kollegen vorgestellt und gesagt, dass es für uns jetzt ganz wichtig sein wird, dass wir den Fokus auf Gladbach richten, dass wir uns mal kurz vielleicht damit beschäftigen, was war. Aber das alles Entscheidende für uns alle ist eben das Spiel am Wochenende. Und das ist die Kunst von Top-Profis, sich immer aufs Wesentliche zu fokussieren, zu konzentrieren. Und das ist für uns jetzt Gladbach. Manuel, Sie haben aber keine SMS gekriegt, dass Sie die Profis trainieren sollen. Oder wie lief das ab? Nee, also durch meine langjährige Tätigkeit hier ist es so, dass ich mit dem Stefan ja eh die ganze Zeit im Austausch bin. Das heißt, wir telefonieren mehrmals wöchentlich. Insofern sind wir immer im Austausch. Also war es ein Telefonat und keine SMS? Definitiv ein Telefonat. Herr Reuter, müssen Sie im Nachhinein zugeben, das war Ihr teuerster Fehlgriff bisher, weil es wurde schon eine Ablöse gezahlt. Der Vertrag läuft noch einige Zeit vom ganzen Trainerteam. Es sind ja gleich 3, die gehen mussten. Ja, wir haben uns das sicher ganz anders vorgestellt und hatten andere Erwartungen, aber sind jetzt eben zu der Erkenntnis gekommen, dass wir doch nicht so gut zusammenpassen und haben aus dem Grund gehandelt. Der Vertrag läuft jetzt erstmal normal weiter und dann muss man schauen, wie man sich einigt, ob er aussitzt oder... Das ist richtig. Herr Reuter, hat Sie wirklich so sehr überrascht, wie Dirk Schuster spielen lässt? Wir haben im Vorfeld klar über die Art und Weise gesprochen, wie wir unseren FC Augsburg sehen, was den FC Augsburg stark macht und wie wir gemeinsam den FC Augsburg auch weiterentwickeln möchten. Und das haben wir jetzt eben nicht mehr gesehen und haben uns von daher getrennt. Das heißt also, Herr Schuster hat nicht das gemacht, was Sie sich von ihm erhofft haben? Ja, ich habe gesagt, die Entwicklung war nicht die, die wir sehen wollten. Wenn alles perfekt gewesen wäre, dann kommt es nicht zu einer Trennung. Aber hat der Schuster dann gesagt, Anfang der Saison, ich lasse spielen wie Markus Weinzierl und entwickle mich weiter und spiele offensiver? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das hat auch jeder Trainer seine eigene Philosophie, seine eigene Denke. Aber wir wollten unsere Mannschaft Schritt für Schritt weiterentwickeln. Und da haben wir eben Manko drin gesehen, aktuell. Herr Verhaag, ganz kurz, wie hat sich denn Herr Schuster verabschiedet und hat er sich überhaupt von der Mannschaft verabschiedet?
Nee, ich habe ihn zufälligerweise gestern noch getroffen, wo ich hier war. Und ich habe mich ja bei ihm verabschiedet. Er hat sich bei mir verabschiedet, aber der hat sich in dem Sinn, haben wir später Training gehabt. Und ja, wir haben das Trainerteam nicht mehr als Mannschaft gesehen. Herr Baum, was macht Gladbach gut? Worauf müssen sich die Jungs vorbereiten am Samstag? Weil wer Gladbach kennt, weiß, dass das eine sehr extrem spielstarke Mannschaft ist, sehr technisch versiert, also im Spielaufbau richtig gut. Und was natürlich auch charakteristisch für die Mannschaft ist, dass sie sehr schnell umschalten. Das heißt, wenn sie Bälle erobern, dann versuchen sie ihre Konter schnell auszuspielen. Ja, das sind ein paar Informationen zu Gladbach, die wir wissen und die wir halt mit in unsere Idee mit einbauen. Herr Reuter, ganz kurz noch, welche Rolle spielt denn Armin Fee bei der Trainerfindung? Keine. Paul, könntest du auch noch zwei Sätze zu Gladbach sagen, wenn es jetzt auch noch aufs Spiel geht? Ihr habt 5-mal zu Hause gegen die gespielt, 5-mal nicht verloren. Ja, willkommener Gast. Wobei, ja, lassen wir hoffen, dass es das 6. Mal auch so ist. Ja, ein paar Worte zu Gladbach. Starke Mannschaft, viel Qualität. Spielen bis jetzt nicht so eine gute Saison, aber habe unheimlich viel Qualität und da brauchen wir einen sehr guten Tag, sehr gute Leistung, um da zu bestehen. Herr Reuter, Dirk Schuster scheint sehr überrascht gewesen sein gestern Mittag von seiner Entlassung. Gab es denn, wenn diese Entwicklung schon länger beobachtet wird, irgendwann mal ein Gespräch zwischen ihm und Ihnen vor 1, 2, 3 Wochen, wo Sie ihn darauf aufmerksam gemacht haben, so nicht, das läuft in die falsche Richtung, bitte ändern Sie was? Wir waren nahezu täglich im Austausch und ich glaube, wenn es dann so kommt, ist es in dem Moment überraschend. Ich glaube, für viele hier ist der Zeitpunkt eben auch überraschend und ich habe versucht es zu erklären und von daher ist es auch nachvollziehbar, dass er in dem Moment ja, auch überrascht wurde von der Entscheidung und ja, auch sicher etwas Zeit braucht, um das zu verdauen. Manuel, wie schwer ist es in der aktuellen Situation mit den ganzen Verletzten überhaupt was viel anders zu machen oder ganz anders zu machen als Ihr Vorgänger? Die Offensive ist ja fast komplett im Krankenstand. Es ist natürlich schon so, wenn man unsere Mannschaft anschaut, es ist ja keine Mannschaft, die im Sommer komplett neu zusammengestellt wurde. Das heißt, viele spielen schon seit langer Zeit zusammen, die kennen sich untereinander und da ist es natürlich viel einfacher, neue Sachen einzubauen, angepasst an die Mannschaft, wie wenn ich jetzt eine komplett neue Mannschaft hätte, die sich erst finden muss. Manuel, Sie haben ja im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet, haben da einen sehr guten Überblick auch über Talente, über Spieler, die vielleicht rangefügt oder rangeführt werden können an die erste Mannschaft. Gibt es dahingehend schon kurzfristig den einen oder anderen Spieler, dann, den Sie persönlich dann auch am Wochenende schon dabei haben? Gut, wir haben ja aktuell auch schon bei den Trainingseinheiten der Profis zwei Spieler aus dem Nachwuchs dabei, die dieses Jahr dazugekommen sind, mit Julian Günther Schmidt, der auch schon einen Kurzeinsatz hatte in der Bundesliga, der schon häufiger auf der Bank mit dabei war. Wir haben mit Kevin Donzo einen A-Jugendspieler bei den Profis mit dabei, der auch schon auf der Bank war. Also wir haben auch Qualität im Nachwuchs im Kader, wie es dann am Wochenende ausschaut. Da verweise ich wieder auf meine Aussage vom Anfang. Einfach abwarten und schauen, wie es dann läuft. Herr Baum, nachdem es vorher schon mal intim wurde, die Frage nach der letzten Nacht vor dem Heimspieltag, in welches Bett gehört aus Ihrer Sicht ein Spieler? Also wir werden miteinander ins Hotel gehen. Genau, wir werden am Freitag nach dem Training zusammen ins Hotel fahren. Wir werden uns dann einschwören auf das Spiel gegen Gladbach. Wir werden uns nochmal im Detail darauf vorbereiten und die Sachen wiederholen, die wir einfach erarbeitet haben in den letzten Tagen.
und dann einfach gemeinsam im Bus hierher und versuchen, das Spiel am Wochenende zu gewinnen. Herr Baum, können Sie denn personell schon was sagen? Chachol Ku war nach längerer Verletzungspause zumindest wieder für den Kurzeinsatz bereit. Raulo war wieder im Training. Wie weit sind die beiden? Wie weit stehen sie zur Verfügung für Samstag? Also meine Eindrücke gestern im Training war, dass beide wieder voll belastbar sind. Sie haben ja die komplette Einheit mitgemacht. Insofern sind sie definitiv Optionen auch fürs Wochenende. Nochmal ein Blick in die Runde. Keine weiteren Fragen mehr? Gut, dann herzlichen Dank. Ihnen allen noch einen schönen Tag. Bis Samstag.